Servus Leute und willkommen zurück zu Transport Fever. So, ich will einmal wieder in die Stadt hinein, schon ein bisschen so. Gerade zu dem Dings, wo es am interessantesten ist, nämlich am Bahnhof. Und da geht es ordentlich zur Sache. Ihr seht, wie viele Leute da warten. Einfach 657 auf das Umtun. Da könnten wir jetzt natürlich sagen, wir bauen die Tramgleise alle auf die neuen Züge um. Weil die Kohle hätten wir nicht wirklich. Na, wir machen jetzt was anderes. Wir machen jetzt in dem Bad einmal, hätte ich jetzt vorgehabt, dass wir schauen, dass wir das alles, was veraltet ist noch, die mal herumtun. Das Problem ist einfach, dass wir, dass teilweise so die Züge so teuer sind und dadurch Minus erwirtschaften. Aber eigentlich sollten wir, ich weiß nicht, was ich machen soll, muss ich ehrlich gerade sagen. Wir sollten uns darum kümmern, dass einmal alle Linien positives Geld einfahren. Zum Beispiel die da hier, Produktion Eisen. Wieso stehen die schon wieder? Geil, die stehen alle. So, da ist irgendwo ein Problem. Müssen wir gleich mal eruieren, wo die sind. So, kurz einmal hinspringen zum Zug. Hä? Produktion Eisen? So, was ist da das Problem jetzt? Der kann da nicht rausfahren. Ah, ich weiß schon, was das Problem war. Jetzt weiß ich, oh mein Gott. Das war jedes Mal derselbe Scheiß. Da vergesse ich da auf die 320 Meter. So, dann müssen wir das jetzt aber gleich machen. Den muss ich abreißen. So, da haben wir noch den Prellbock, den sie auch sehr zum Lachen gefunden habt, das eine Mal, weil ich ihn vergessen habe zum Abreißen. Ewig lange. So, und dann müssen wir am zweiten Straßenanschluss, Oberleitung, Hochgeschwindigkeit natürlich anwenden. So, und jetzt kommt, nein, falsch, die Hochgeschwindigkeitsoberleitung, die kommt jetzt eigentlich da gleich mal so verbunden. Und dann machen wir da noch, nein, wir machen da so ungefähr her. Zack. So, und dann kommt ein Signal noch gesetzt. Jetzt weiß ich auch, wo man kein Geld verdienen, weil wenn die nicht fährt, die Linie hier, ist das Mörder. Und da sind überhaupt keine Signale zum Beispiel gesetzt. Jetzt warten die, ja warte, die müssen wir gleich umdrehen. Der fährt in die andere Richtung. Genauso wie der dritte von der Linie. So, nur sichtbare Linie anzeigen. Der fährt auf der rechten Schiene, der fährt auf der falschen Schiene. Wo fährst du hin? Bitte einmal umdrehen, in die andere Richtung fahren, weil du fährst uns in die falsche Richtung. So, und der dritte fährt hier auf der richtigen Seite. Gut. Wenn die wieder läuft, wenn die wieder voll fährt, dann sollte das auch passen. So, jetzt schauen wir aber gleich auch noch da hier oben, wenn wir schon so weit sind. Aufrüsten, 320 Meter, das passt eigentlich. Sudala. Wir haben hier, wir haben gesagt, wir brauchen hier noch Signale, vor allem, ein paar. Ich würde sagen, dann machen wir da ist eines, dann machen wir da gleich eines, dass der mal rausfährt, dann machen wir jetzt ein paar Signale. Ich weiß, manche finden es nicht so sinnvoll, so viele Signale, manchmal setze ich sicher auch falsch. Aber ich will halt die Strecken unterteilen, das ist ganz wichtig mir meiner Meinung nach, dass die Züge halt die ganze Zeit durchfahren und nicht, wenn jetzt irgendwo ein Problem ist, einmal stehen bleiben ewig lange. So, da brauche ich aber kein Signal mehr, da ist es eh ausgerüstet. So, der fährt auf der rechten Seite, das ist richtig. So, und da fährt unser erster TGV mit einem anderen Zug noch, das ist nämlich das Problem jetzt. Wie viel bringt uns diese Linie ein? Die bringt uns 1,47 Millionen Minus, das habe ich mir fast gedacht. Jetzt ist die Frage, entweder ich lasse den hier ins Depot fahren und lasse nur mehr den DGW fahren. Ich bin gespannt, ob der ins Depot hinkommt. Verfolgen wir den ein bisschen. Weil das Problem ist, wenn der nicht ausgetauscht wird und der wird nicht so schnell austauscht, weil schon ein verdammter DGW verdammt teuer ist, dauert das ein bisschen ewig, dass der DGW, weil der DGW steht jedes Mal an den dummen Zug an, weil der da halt da auf der Geraden beschleunigt, maximal Speed hat, so ungefähr,
Und der schön mit seinen 100 km/h. Naja, lass man halt auf hinten drauf fahren. Der DGB fährt an, zack, steht an. Muss warten. Fahrt zum nächsten Signal, muss warten. Fahrt zum nächsten Signal, muss warten, so ungefähr. Und das ist das Problem gerade auf der Linie. Aber wir schauen das gar nicht. Schauen wir sich nicht zu die ganze Zeit. Ich werde das nur offen behalten und einfach einmal ein bisschen achten drauf. Und da hätte ich ja vorgehabt, dass wir. Kann der von der Linie da überhaupt rauffahren? Ja, der kann sogar rauffahren. Da hätte ich vorgehabt, dass wir da irgendwie diese Linie beschleunigen, indem ich da eine gerade Linie durchziehe. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das am blödesten? Da wäre es noch gerade. Und wie viel kostet uns das? Wenn ich da jetzt sozusagen anfange und einfach einmal sage, ich mag da auf den rechten Gleis wieder. Falsch, ich muss mir zuerst die Linie noch anzeigen, wo die hinfährt, ganz genau. Die fährt eher auf dem rechten. Gut, machen wir es dann auch mal. So, fangen wir hier an, circa. Wenn ich sage, ich möchte da, wo es gerade ist, eine Linie haben, die bis da circa irgendwo, wo es gerade ist, boah, nicht möglich. Wieso? Wir machen es anders. Wir machen noch mal, probieren zuerst auf der rechten Linie. Ich will nicht eine Steigung, ich will eigentlich einen Tunnel. Wieso macht man der? Ich glaube, das Problem, was er da hat, ist, dass er da nicht rüberkommt. Das bedeutet, ich müsste. Wie schnell fahrt der? So, dann brauche ich das Depot ganz kurz da drüben. 70 km/h, da kann er nur fahren. So, verkaufen. Der ist einmal weg. Ich will da irgendwie eine Mördergeschwindigkeitsstrecke hinbauen. Das wird die Mörder-TGW-Strecke, so ungefähr. Aber nur ich kriege da jetzt irgendwie die Züge nicht sozusagen rüber, weil die fahren auf der linken Seite und die anderen fahren auf der rechten Seite. Und das Problem ist, ich muss da irgendwie durch. Jetzt kann ich natürlich jetzt sagen, ich baue mir da mal eine gerade Strecke nur daneben. So, und die soll ungefähr auch da im Endeffekt daneben hermünden. Ist das eine 300er Strecke durchgehend? Ja. Weil wenn ich die jetzt baue und sozusagen abreiße die andere, oder ich reiße gleich ab und baue. Man kann sich nämlich die Geschwindigkeit nicht mehr anzeigen lassen, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann, wenn ich die gleich vierspurig komplett ausbaue. Wir werden es aber probieren. Wir werden da jetzt einen Hardcore-Reset machen. Wir machen jetzt einen Mörderabriss. Da fängt es an, ins Kurvig werden. Das werden wir nachträglich noch alles schön machen. Ich tue nur jetzt einmal ungefähr, wo ich einen Platz brauche, abreißen. So, und jetzt kommt der nächste Abriss bis circa. Der soll da. Den kann man da auch noch abreißen. So, der DGB sollte noch ein bisschen nach vorne. So, der ist jetzt fast in der Station drinnen, das ist gut so. So, was habe ich da jetzt für ein. Klagenfurt-Kirchen. Ist das Klagen? Da habe ich die Straße abgerissen. Das ist ein bisschen nervig, das habe ich mir aber schon gedacht, dass das passieren könnte. So. Und jetzt machen wir da. Geht sich das schon aus oder müssen wir da noch. Reißen wir da noch einmal eine Partie ab? So, und jetzt kommt die Hochgeschwindigkeitsstrecke mit der Schnellstraße. So, zack. Und die wird verbunden mit dem obersten Gleis. Schauen wir kurz nach, ob das überall eine 300er Strecke ist. Yep. Kostenpunkt 2,56 Millionen, ist mir wurscht, sollte sich ausgehen. Und das gleiche machen wir jetzt einfach mit jedem Ding. Der Tunnel kostet zwar Vermögen. So, nächste. Dann können wir es eigentlich gleich in die andere Richtung machen, das laggt zwar ein bisschen. Das ist der Eurotunnel, der längste Tunnel der Strecke. 300 km/h kann ich da durchgehen fahren. Ich hoffe, dass sich das ausgeht perfekt. Solche Umbauten machst du in echt auch, aber dann erst, wenn es wirklich sinnvoll ist. Und ich weiß nicht, ob es hier sinnvoll ist überhaupt.
da. Gut. Der kann eh darüber fahren, das ist gut. Der kann eh danach auf den richtigen Gleis fahren, das ist auch in Ordnung. Passt, dann würde ich sagen, normalerweise schauen wir sich ganz kurz noch die Linien an. Schaut gut aus. Da der DGB sowieso allein ist, brauche ich dann nicht viel herumtun mit Signalen oder sonst was. Beim anderen müssen wir noch ein paar Signale setzen. Nämlich, machen wir kurz vom Tunnel-Signal auf jeder Seite. Und machen wir kurz nach dem Tunnel. Sollen sie halt da kurz warten, falls sich da aufstaut. Normalerweise schaut sie sich da nicht auf. Und machen einfach hier auch noch einmal kurz davor. Habe ich den auf der richtigen Seite? Yep. Gut, der Zug fährt eh durch. Der soll da kurz warten, falls er reinfährt. Das ist auch in Ordnung. Und somit kann er schon wieder in Betrieb genommen werden, die Strecke. Und wir werden den Abriss vollenden. Und werden das nachher auch gleich der Terrain-Angleichung, dass das sozusagen halbwegs wieder schön ausschaut. Weil ich gehe davon aus, dass ich diese Strecke hier so nicht mehr benutzen werde. Ich glaube, das ist unser größter Abriss, den wir je gemacht haben, dabei. Weil wir einfach gesagt haben, ja, wir wollen da jetzt eine schöne, schnelle Strecke haben. 300er Fixstrecke. Klagenfurt-Kirchen. Stimmt, warte, bevor wir da noch was anderes machen. Da fehlt uns jetzt die Straßenverbindung. Na? Das ist falsch. Warte mal, kann ich das? Das ist jetzt dämlich gerade. So, 100.000 habe ich gerade mal das gekostet. Okay, wurscht. Soll so sein. Muss ich aber so und so machen. So, das ist weg, 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 weg. Und es verkürzt sich wahrscheinlich da auch gleich um einiges die Fahrzeit. So, und dann machen wir jetzt noch eine kleine Terrain-Angleichung. Das muss ich auch machen. Das kann man jetzt sozusagen so auf sich beruhen lassen. Im Endeffekt wird da jetzt mal auf jeden Fall aufgefüllt. Na, bleibt groß. So, schauen wir uns, dass das da halbwegs gut ausschaut. Wieder. Ich weiß, das kostet zwar jetzt 100.000, 200.000, aber in echt dürften solche Baustellen auch nicht lassen. Deswegen machen es wir auch wieder schön, dass das einfach passend ist. So. Und ich bin gespannt. Normalerweise müsste jetzt der DGW eigentlich da auf der Strecke seine optimale Strecke gefunden haben. Es fährt zwar jetzt eh nur ein Zug hin und her. Aber ich glaube, beim nächsten Mal wird sich das eh noch ein bisschen tun. So, und jetzt bin ich gespannt. DGW 166. Wieso fährt er nicht schneller? Der ist nicht so geil, wie ich gedacht habe. Der hat viel zu wenig Leistung, dass er auf der kurzen Strecke zieht. Blöd genommen, der fährt jetzt schon. Der bremst. Warte mal, schauen wir mal, auf was für ein Tempo er kommt. Der Zug kommt hier auf der Strecke einfach nur auf ein Tempo von knapp 200 oder so irgendwas und das fahren die anderen auch. Natürlich überholt er den anderen, keine Frage, weil der viel eine größere Last zu ziehen hat. Der zieht da, fährt aber auch 160 km/h. Weil der einfach, 160 ist ja auch das Maximum mit den Waggons. Mit den Wagen, die hinten angeschlossen sind. Das bedeutet, der DGW auf der Strecke Graz-Klagenfurt ist sowas von fehl gewesen. Deswegen werden wir den gleich einmal umtun. Also den haben wir eh schon. Das werde ich auch so lassen dabei. Der kommt gerade mal auf 220 km/h. Ja, ist so. Müssen wir jetzt so hinnehmen. Können wir sowieso nicht mehr herumtun. Gut, der funktioniert jetzt auch wieder. Passt, dann werden wir jetzt mal wieder schauen, die nächste Linie, was jetzt ein bisschen problematisch ist. Keine LKW-Linie, sondern eher die Zug- und anderen Linien. So, was haben wir da? Produktion Eisen. Wieso schreibt die noch immer Minus? Die sollte aber eigentlich Plus schreiben. Der hat nur da schon die Produktion verkleinert wieder und oben die Produktion verkleinert, weil die Züge gestanden sind. Aber jetzt fahren sie ja wieder. Das dauert jetzt wieder ein bisschen Zeit, dann solltet ihr auch oben Plus schreiben. Produktion Getreide. Wo befindet sich diese Linie? Ah, das ist diese hier. Da haben wir ja eh schon überlegt, ob wir da nicht einen Zug einsetzen sollten. Aber da war das Problem ja, dass der da unten den Kunststoff nicht wegbekommen hat. Der hat den Kunststoff nicht wegbekommen. Der Kunststoff gehört aber eh dort oben hin. Obwohl, warte mal,
der nur den Kunststoff braucht, wenn er keinen Stahl hat, oder wie war das? Irgendein der Villandesch hat mir das erklärt, ganz genau, Bedarf 300. Nein, im Lager. Der Dead brauchen... Die kriegen die Rohstoffe gar nicht weg, oder wie sehe ich das jetzt richtig? So, jetzt kurz noch mal zu der Linie schauen, Straße. Wien Güter macht noch immer Minus. Wieso macht Wien Werkzeuge so viel Plus und Wien Güter macht so viel Minus? Kann das sein, weil das einfach zu viele Positionen sind, wo die hinfahren müssen? So irgendwie. Ist wurscht, aber lassen wir die mal. Produktion Getreide, Produktion Kunststoff, Produktion Nahrung. Da haben wir, wurde, nächster Tipp, es ist nämlich so, wenn solange der erste Rohstoff verbraucht wird, der erste Rohstoff ist Getreide, solange das genug vorhanden ist, macht er auch nur Getreide und braucht die ganzen Tiere nicht. Weil ich weiß jetzt nicht, warum der so viel Vieh hat, aber es kommt mit einem ganzen Trailer voll weg. So, der kommt dort. Vieh-Nahrung? Wieso fahren da zwei auf der Linie mit Nahrung mit? Hä? Der fährt mit Vieh? Produktion, Nahrung, Getreide. Also die machen beide Minus. Warum diese beiden Minus machen, verstehe ich jetzt auch nicht ganz. So, schauen wir nochmal kurz da hinein. Da haben wir jetzt Berlin-Hannover. Fahrzeugersatz. Wieso können sich die nicht... 35 Millionen, das muss doch leicht leistbar jetzt einmal sein. Dass die mal ausgetauscht werden, weil ich glaube, dass die fahren einfach mit 100% Besatzung schon und sind einfach urteuer schon. Wie in Berlin. Haben wir da einen Fahrzeugersatz, haben wir auch die eingestellt. Produktion Nahrung, Fahrzeugersatz, nein. Haben wir keinen eingestellt. Das bedeutet, wir müssen... den eigentlich einstellen, das ist das Getreide, das ist der Getreidewagen, den müssten wir eigentlich auch, den da, haben wir gesagt, oder warte mal, bringt da eine mehr Kilonewton zusammen? Na. Noch immer die gescheiteste Lok. So, Güter, und wir brauchen da jetzt Getreidezüge. Lebensmittel, Waren, Kohle, Stein, Getreide. Und das auf 320 Meter. So, 319, perfekt. Zack, und automatischer Wechsel. Gut, auch wenn man gesagt hat, dass ich das nicht unbedingt machen soll, aber ich glaube, dass man eigentlich nicht so schlecht dasteht mit dem Wechsel. Ich glaube, das hat sich jetzt ziemlich alles schon... Ups, das wollte ich eigentlich nicht so hineinzoomen. Aber das Scrollen ist ein bisschen nervig, das gab es auch schon den Kommentar. Ich glaube, dass er da noch, wenn wir die ausgetauscht haben, dann sollte das eigentlich wieder halbwegs hinlaufen, dass wir das passend transportieren. Aber liebe Leute, ich würde zeigen, wir lassen es für heute mal sein wieder. Die fahren da alle schön, immer schön mit 20 Lebensmittel. Da müssen wir schauen, vielleicht gibt es größere LKWs oder so irgendwas. Dass wir ein bisschen mehr, weil ich glaube, dass die, oder wir müssen da mehr einstellen, dass wir mit mehr LKWs fahren oder so. Weil die bekommen jetzt gerade einfach das ganze Zeug in Wien nicht so richtig verteilt. Wir haben zwar eine gute Auslastung jetzt mit 500 und 900, 300. Das schaut nicht so schlecht aus. Aber Wien wird halt weiterhin wachsen und wachsen und wachsen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht bei Transport Fever. Bis dann, tschüss.